Willkommen bei Game Hunter, ich bin der Patrick. Willkommen zu meiner neuen Jagd, Kena Bridge of Spirits. Ich möchte mir das jetzt mit euch angucken. Eigentlich war ursprünglich geplant, dass ich heute früh um 12 Uhr schon spiele. Allerdings hat Sony sich wohl gedacht, dass das Spiel erst heute früh um 6 Uhr freigegeben wird und das war ein bisschen dumm von der Zeit her. Und deswegen möchte ich mir das jetzt mit euch angucken. Also legen wir los. Mit Kena für die PS5. So, jetzt müsste auch der Ton vom Spiel da sein. Jo. Ich gehe erstmal auf die Option. Audio. Machen wir mal Gesamtlautstärke ein bisschen weiter runter. So, Untertitel. Ich habe gar keine Ahnung, ob das Spiel deutsche Sprache hat oder nicht, aber das werden wir ja gleich sehen. Grafik. Performance-Modus, ja. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, also legen wir los. Schwierigkeitsgrad wählen. Story-Modus, Geisterführer, oh, wir machen Geisterführer, also Schwierigkeitsgrad nochmal. Let's go. Ah, Helligkeit, lass mal so. Schauen wir mal. Was man schon mal sagen kann, es sieht verdammt gut aus. Drücke L1 für Impuls. Okay. Schauen wir doch mal, was uns hier erwartet auf diesem Abenteuer von Kena. Bin sehr gespannt. Da lang oder da lang? Ich geh mal hier lang. Gut, Sackgasse. L3 ist Rennen. Versuchen, die Tür aufzulegen. Das habe ich jetzt verstanden. Kann ich irgendwas anderes machen? Das ausweichen. Ah, und jetzt? Ah! Ich musste den Impuls benutzen. Mit dem Puls kann man also auch Licht machen. Why have you come? Leider nicht deutsch vertont. I sense suffering here, Spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home. Village. Turn back, Spirit Guide. Drücke R1 für leichten Angriff, drücke R2 für schweren Angriff. Thank you.
Okay, ich heile mich anscheinend von alleine. Aber wahrscheinlich auch nur außerhalb der Kämpfe. Ey, von hier kam ich. Ist hier noch irgendwas zu finden? Das Rätsel war jetzt schwer. Gerade sieht das Spiel schon echt gut aus. Für ein Indie-Game. Und ist auch kein Vollpreistitel, also 40 Euro macht man, glaube ich, nichts falsch. Euch an, wie gut es einfach nur aussieht. So eine Ausdaueranzeige hat man schon mal nicht. Also man kann so oft ausweichen, wie man will. Bis jetzt hat das Spiel noch nicht viel verraten, um was es eigentlich geht. Jemand lacht hier. I saw him here somewhere. Where did he go? Ja, sehr putzig. Da rennt einer. Einsammeln. Ein Freund gefunden, Trophäe erhalten. Suche nach weiteren Rod in der Gegend. Okay. Wo haben wir denn noch einen? Hier irgendwo, wa? Weitergehen, okay.
Eins von fünf. Ah, ganz klar noch. Wo sind die anderen? Gibt's eigentlich sowas wie eine Karte oder so? Nee. Bis jetzt zumindest nicht. Ah, da haben wir noch einen. Das heißt, drei müssen wir noch finden. Hi, Benny. Ah, scheint das der richtige Weg, dann gucken wir erstmal hier. Was Kante greifen. Könnte einer auch im Wasser sein? Sieht nicht so aus. Komm ich da hoch? Moment. Ne, sieht nicht so aus. Hier sieht's ungesund aus. Aber scheinbar muss ich da. Ja, zu euch komme ich gleich. Hier war ich noch nicht. Ah. Die sind schon putzig. Ich drücke rechts, um mit dem Rot zu interagieren. Was niesen, tanzen, küssen, aufstehen. So, der Kleine macht's vor und die Großen machen's nach, okay? Das heißt, wir haben jetzt vier oder jetzt drei. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, verdammt. So, da waren wir, da waren wir. Schauen wir mal, wo es jetzt noch einen gibt. Könnte hier noch sein, oder? Was macht der in der Kiste? 4 von 5 haben wir jetzt, also noch einer. Wo sind die zwei Kinder jetzt hin? Aber hier geht's nicht weiter. Anscheinend noch nicht. Hier sieht es gefährlich aus. Oh, warte mal, hier. Ah. Mit der Plattform ergibt das mehr Sinn. Hier haben wir den letzten.
können jetzt mehr Aktionen ausführen. Dein Team von Gefährten ist gewachsen und dir steht jetzt ein Rot-Aktion zur Verfügung. Drücke Viereck, um die Rot auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Sammle Rot, um aufzuleveln, um mehr Rot-Aktionen zu erhalten. Okay. Schauen wir mal, was wir jetzt können. Das heißt, man muss jetzt gründlich die Gegend durchsuchen, um Rot zu finden, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie viel es insgesamt gibt. So, hier war ich schon. Das war mit den Zwillingen. Oder? Ja, genau. Da war die Kiste. Dann müssen wir den Baum hoch. Dann gehen wir mal den Baum hoch. Die Erfahrung von der Geschichte haben wir bis jetzt noch nicht, ne? Ein Mädchen, das einfach im Wald auftaucht und gib ihm. Wahrscheinlich schwimmen kann man leider auch nicht. Okay, da kann man nicht rein. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich heute Nacht um 12 streamen, aber Sony dachte sich, wir halten das Spiel erstmal um 6 frei. Kann ich leider nichts machen. So konnte ich leider erst nach der Arbeit spielen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es unsere Aufgabe ist, den Wald zu retten und wieder normal werden zu lassen. Aber hier scheint ein Gegner zu sein, ha? Jo. Gegner erschrecken die Rot. Die Rot sind verängstigt und haben sich versteckt. Greife Feinde an, um Mut aufzubauen. Verwende Mut im Kampf, um Rot-Aktionen durchzuführen. Muttropfen können sich in der Welt bilden. Sammle Muttropfen mit einem Impuls. Oder berühre sie, um schneller Mut aufzubauen. Rot sind bereit. Sie können Todeszonenherzen zerstören oder Feinde binden. Drücke Viereck, um deine Rot schnell auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Halte L2, um zu zielen, und drücke dein Viereck, um Gegner zu binden. Das Gebiet geklärt. Alles klar. Gibt es hier noch irgendwo einen Rot? Sieht nicht so aus, ne. Dann gehen wir mal weiter. Wie sind die zwei Kinder hier vorbeigekommen?
man denn den rechten Stick ein bisschen schneller machen? Ja. Machen wir mal auf 1. Ah ja, wirklich schneller ist auch nicht, aber ist besser. Die Rot können bestimmte Objekte in der Umgebung bewegen. Drücke Fähig, um die Rot ein Objekt aufheben zu lassen. Sag den Rot, wo sie hin sollen, indem du mit L2 zielst und dann Viereck drückst. Ah, okay. Keine Ahnung, wo ihr hin sollt. Bringt's mal. Da hin. Blau sein. Okay. Dann hier hin. Sieht schon putzig aus. Okay, finde ich jetzt hier oben Verstärkung? Pick that up? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe auf jeden Fall irgendwas bekommen oben rechts mit 30. Was das allerdings ist, weiß ich leider noch nicht. Und mehr ist jetzt hier oben auch nicht zu tun. Oder? Öffnen. Okay, das scheint irgendwie eine Währung zu sein. Warte mal, ich glaube, ich muss da oben drüber springen. Weil den Sprung schaffe ich, glaube ich, gar nicht, oder? Es sei denn, ich kann hier oben. Oh, aber das wird ein bisschen weit sein, ne? Oh ne, easy. Wie kommen die Kleinen jetzt hier? Okay, sie kommen rüber. Ich will erst hier unten gucken. Kaputt machen kann ich es nicht, nee. Aber das kann ich kaputt machen. Can you move that for me? Okay. Oh, was hab ich denn unten links jetzt? Nee, 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 nee. Aufstehen. Blase machen. Nein, nein. Nicht immer hinsetzen. Oh, Fotomodus gibt's auch, okay. Also habe ich mir jetzt im Prinzip nur eine Abkürzung geschickt, okay. Hier kann ich nichts machen. Oh, hier ist noch was zum Aufmachen. Schon an welchem vorbeigelaufen, kann das sein? Oh, was ist denn jetzt? Hallo? Ja, das nennt man dann wohl einen kleinen Bug. Das ist aber jetzt blöd. Kein Spiel ist perfekt, aber davon lassen wir uns nicht ärgern, wir machen mal Spiel laden. Akzeptieren. Und schon sind wir wieder draußen. So einfach geht das.
Wo sind wir jetzt? Oh, das ist schon hochgehüpft, okay. Ich will nochmal gucken hier. Haben wir irgendwas. Oh, warte mal, da oben. Ah, Moment. Guck dir mal da oben. An den Baum. War nur eine Währung. Ich hätte gedacht, da wäre ein Rot dabei. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann wieder rüber. Dann denke ich mal, sind wir hier erstmal fertig. Oh, da gehen wir mal weiter. Wieder eine Todeszone. Das könnte jetzt ein Bosskampf werden. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know your kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Sieht nach einem Bosskampf aus. Spross. Drücke eins, um ein Schild einzusetzen. Echt gut. Das lenkt die Gegner ab und dann kann man schön drauf einschlagen. Aber im Kampf kann ich mich nicht zufällig irgendwie heilen, oder? Sieht nicht so aus. Putzig. Echt. You can come out. It's safe now. Look, Sire, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger.
Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Okay. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Tar and we'll take you to the mountain shrine. Hilf Taro, finde Taro im Wald. Our village is this way. Ich hab 3 neue bekommen. Aber gibt's noch irgendwas zum Sammeln? Wahrscheinlich nicht. Kena, Bridge of Spirits. Sehr nett. Oh, Karte verfügbar. Drücke Touchpad, um auf die Karte zuzugreifen. Wow. Ah, ich wollte schon sagen. Oh, what? Hier sind Schlösser? Bitte was? Im Dorf gibt's... Ach so, ah nee, das ist vor mir. Also hier im Gebiet gibt's 8 von 8 und ich habe alle gekriegt. Das ist schon mal gut. So, hier gibt's anscheinend 6 Truhen, 3 Geisterpost, 8 Blumenschreine, 21 Hütte und 24 Rott. Und was bist du hier? Achso, Taro, das ist die Mission. Okay. Ich habe gar keine Ahnung, wie groß das hier alles ist. Hier gibt's noch Upgrades. Bitte was? Was gibt's denn hier noch? Brauche ich. Ah, dafür brauchst du diese. Ich nenne sie mal. Schlingen. 50. Drücke beim Sprinten R1, um einen schnellen Rundumschlag auszuführen. Das ist noch gesperrt. Okay, und hier brauchen wir 100. Oh, das ist nicht schlecht. Vollrad Level 2. Und was ist das hier? Das ist das Schild. Und das nächste ist Parieren. Oh, ist auch nicht schlecht. Und dann gibt es noch 2 Geheime, die ich noch nicht habe. Genau wie bei den Rott. Okay, aber ich wäre eigentlich mal hierfür. Beim Rennen R1. Das kaufen wir mal. So, Geister gibt es auch noch. Da kann ich aber noch nicht zugreifen. Und was sind hier diese Schlösser? Kann ich irgendwie eine Markierung setzen? Nee. Okay. Aber das Spiel ist doch größer, als ich dachte. Hätte ich nicht gedacht. Im Gebiet gab es jetzt wie viele? 24, oh, das ist einiges. Ja. Level steigen tut man nur, wenn man die Rott findet, okay? Nicht durch Kämpfen, sondern nur von diesen kleinen Knuddeldingern. Ich nenne sie jetzt einfach mal Pikmin, weil es sind Pikmins. Was anderes ist es nicht. Aber ich muss zugeben, ich habe Pikmin damals nie gespielt, weil ich fand das Spiel damals nicht so... Weiß nicht. Hat mich nicht gecatcht. Aber das hier... Allein weil das Kampfsystem schon Dark Souls ähnlich ist und ich liebe ja Dark Souls, finde ich das schon mal ziemlich nice. Haikyo Trophäe, das Dorf. Okay, oh. Oh, okay. Untersuchen. Die Quelle, die unter der Schmiede fließt, trägt mit sich die Energie des Bergschreins. Au! Hier sieht es ja nicht so gut aus in dem Dorf. Da oben ist so eine Pflanze. Genau wie da. Das werde ich jetzt, glaube ich, erstmal befreien müssen.
Ein neuer Angriff. Mehrere, die ich hier machen muss. Noch was? Ah, hier. Jetzt kommen bestimmt nochmal Gegner, wetten? Nee? Okay. Wagen entdeckt. Da ist auch noch eine Kiste, die hätte ich auch gern. Generiere Karma, indem du verdorbene Feinde besiegst, die Umwelt wiederherstellst und Früchte für deine Rot findest. Im Upgrade-Menü kannst du Karma einsetzen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Kena kann ihre Basisfähigkeit verbessern und ihre Fähigkeiten mit Rot infundieren, um mächtige Angriffe zu erschaffen. Ja, das habe ich doch schon gemacht. Weiß ich doch. Vielleicht die nächste Stufe. Während du sprintest, drücke R2, um einen mächtigen Angriff aus der Luft zu starten. Okay. Als Pilz, neuer Rothut verfügbar. Erstmal die Kiste öffnen. Topf. Okay. Ah, so eine Kiste. Klee. Okay, und das denke ich mal als so eine Art Währung, Geld. Was haben wir hier? Warp. Schnellreise. Ah, okay. Also gibt es auch Schnellreise. Was ist das denn? Früchte. Liegen jetzt hier rum? Wollt ihr nicht was essen? Hä? Achso, man muss sich hinsetzen und dann essen die die. Ah. Verstehe. Aber was bringt mir das jetzt? Nicht viel. Okay. Achso, ich wollte das mal in den Hut wagen. Hier sind aber immer noch böse Pflanzen überall. Kann ich jetzt hier Shop? Topf. Pilz. Ah, die besitze ich schon. Kuchen. Party. Okay. Sehr witzig. Aber wirklich, was bringen tun die Hüte jetzt nicht, oder? Das ist einfach nur optisch. Na gut. Ich denke mal, für eine Trophäe, wenn du Platin haben willst, brauchst du bestimmt auch alle Hüte. Gut, was haben wir hier noch? Mord! Aber ich muss sagen, die kann man echt sehr schnell übersehen. Also, ich denke mal, da komme ich nicht lang. Naja, das ist da, wo es versperrt ist. Da werde ich auch nichts machen können, okay. Ich muss da lang, aber ich will nochmal hinten in die Ecke gucken, weil da konnte man auch lang. Hier haben wir schon mal eine Kiste. Da kann man auch ein Stück hoch. Gehen wir erstmal da hoch. Oh, Geld. Warum nicht? Die Brücke kann ich noch nicht runterlassen.
Also, das Spiel ist auf jeden Fall ausgelegt auf sehr, sehr viele Erkundungen. Also, oh, hier ist eine rote Kiste. Da ist eine verfluchte Truhe. Siege alle Feinde, was? Jetzt dürfen sie essen. Ah, dafür kriegst du Karma, wenn sie Früchte essen. Ah, okay. Das wurde vorhin gar nicht angezeigt. Oh, jetzt habe ich schon 300. 25. Ah, nur noch mehr. Okay. Da komme ich leider anscheinend noch nicht hoch. Beziehungsweise rein. Oder? Nee. Ich sehe hier leider keinen Weg rein. Dann wird das wohl erst später machbar sein. Komm ich da hoch? Na, ich warte schon hoch. Ah, sie kann ich da nicht draufstellen. Schade. Ist nicht so vorgesehen, so reinzukommen. Wird nur hier gehen und da kann ich leider noch nichts machen. Ich warte auf dich am Wasserschrein im vergessenen Wald. Okay. Dann gehen wir jetzt mal dahin, wo wir lang müssen. Und zwar da. Aber ich kann auch da lang. Ich will mal kurz dahin rum. Das Wasser sieht nicht gesund aus. Dann springe ich mal nicht rein. Was haben wir hier? Eine Maschke. Hier müssen wir wohl noch was lösen. Was haben wir hier? Vor allem alle unterschiedlich verschlossen, die Türen hier. Macht mir schon mal keinen Schaden. Okay. Ah, hier geht's zum Wasser. Okay, was kann ich hier machen? Drüben ist eine Kiste. Oh. Die sind schon echt putzig. 5 noch für nächstes Level. Ja, hier sieht es schlecht aus. Die Kiste komme ich erst einmal nicht ran. Okay. Oh, hier geht es ja noch höher, sehe ich gerade. Da komme ich noch nicht rüber. Das sieht kaputtbar aus. Aber da bin ich jetzt anscheinend auch noch zu früh, okay. Dann gehen wir jetzt mal den richtigen Weg. Kann ich mit der Maske irgendwas machen? Nein. Ich denke mal, die haben irgendwas gefunden, wenn sie so brüllen, ey. Gut, dann reden wir mal mit den Zwillingen. Oder Geschwistern. Is Tara this way? The barrier is blocking the path. Das Spiel weiß auch nicht, ob es Deutsch in, übersetzen soll oder ins Englische. Beziehungsweise gar nicht übersetzen soll. Das riecht auch noch ein paar Patches, ne? Maybe Zaju can help. He is usually at the Masked Shrine. You'll know when you see the sacred trees. Untersuche das Mask.
den Maskenschrein. Da war ich doch gerade. Seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Taro's Maske. Drücke nach links, um Geistermasken zu tragen. Schaue durch die Maske, um deinen Weg zu finden. Öffne Geisterbarriere und enthülle wichtige Objekte in der Umgebung. Geistermasken sind hilfreich, um Rot zu finden, die in der Welt versteckt sind. Okay. Benutze Taros Maske, um die Geisterbarriere zu öffnen. Okay. Woran erkenne ich jetzt, dass irgendwo ein Rot in der Nähe ist? Hier ist irgendwas. Hä? Ah ne, das ist... Das geht durch Wände durch. Ja. Das zeigt mir jetzt einfach nur den Punkt, wo ich hin muss. Was und damit kann ich jetzt auch Rot finden, ja. Oder Pigments. Das heißt, mit der Maske kann ich jetzt die Barriere, ja. Ist natürlich jetzt auch ein Symbol für die Maske da. Heran oder was? Maske verwenden. What's that? Was ist das? Follow it. Maybe it will lead us to Taro. Okay. Aber wenn ich die Maske auf habe, kann ich mich nicht bewegen. Ich kann nur um mich herum gucken. Gut, das hätte ich auch von ohne Maske gesehen. Kann ich drinnen gar nicht hüpfen. Okay. Was gibt's hier Schönes? Kiste. Hier ist wieder ein Haus gesperrt. Ich habe Tobi seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Er spielt normalerweise mit den Kindern auf der anderen Straßenseite. Karte eigentlich.
Ja, warte, ich muss mal hier in die Holz gucken. Wovon ich hier nicht reinkomme. Frech. Hey, was ist das? Okay. Kann ich nichts machen. Nee, ich kann da nichts machen. Zumindest im Moment nicht. So, das war das Haus, wo ich nicht reinkomme. Vielleicht hinten rum? Right over there. Mal dahin. Ah. Okay. Can you move that for me? Oh, was haben wir denn hier? Du hast Geisterpost gefunden. Du hast etwas gefunden, das einem Dorfbewohner gehörte. Bring es zu seinem Haus im Dorf. Der Ort ist auf deiner Karte markiert. Oh, kleine Hilfe. Ja, genau hier links. Na gut. Kann ich die Barriere... Ah, mit den Briefkästen machst du die Barrieren hier von den Häusern frei. Das Haus befreien, hä? Derjenige ist wohl schon gestorben. Da oben hängt auch noch so ein Stein. Das heißt, ich kann jetzt ins Haus rein, ja? Ich kann auf jeden Fall hier rumlaufen. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Nummer 11? 12? 11. Hat sich doch schon gelohnt. Aber rein kann ich glaube ich nicht nochmal, oder? Doch. Da ist eine Kiste. Machen wir doch mal die Kiste looten. Geld wahrscheinlich, oder? Nee. Pilze. Gelber Pilz, neuer Rot verfügbar. Rothut. Früchte. Leute, hinsetzen, essen. Wo bin ich jetzt gekommen? Von hier, gell? Ja. Das heißt, wir müssen da lang. Gehen wir erstmal hier links. Hier ist wieder Briefkasten. Wie viele gab es hier? Drei. Okay. Ne, hier möchte ich nicht runterspringen. Das wird böse enden. Das ist eine Pflanze. Kann ich aber noch nichts machen.
hier ist wieder. Bevor wir uns aber einfach weiter gucken, mache ich erstmal kurz eine kleine Pause. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich.